So, und dann sind wir auch schon wieder mit neuer Folge Mad Max. Und hier, glaube ich, müssen wir hoch. Wir fahren jetzt mal wirklich bis zum Ende durch. Oh, hier können wir Dinky D essen. Also Dinky D in auf Büchse, nicht auf Büchsenform, sage ich mal. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Was ist hier eigentlich los? Schön Mund voll und dann. Komm schon, aufmachen. Ja, das war's schon. Tatsache. Den alten Suchbereich haben wir durchsucht. Jetzt mal hier wenden in zwei Zügen. Nicht zu verwechseln, wenn zwei Züge der Deutschen Bahn wenden. Das machen die eigentlich sehr selten. So, jetzt fahren wir mal zu Gadgesh. Eiserner Glaube. Was ist hier noch für eine Mission? Einmal Eiserner Glaube und noch was anderes. Naja, wir fahren da auf jeden Fall mal hin. Und dann gucken wir mal, was der alte Gadgesh für uns zu tun hat. Wir sind ja jetzt so mit dem, ne? Also so richtig so. Weißt du? Machen wir die Tür ab. So. Guck mal hier, was haben wir hier? Die Madenfarm. Hier haben wir einen Wasserspeicher. Da bauen wir aber auch noch Teile. Die Putzcrew, die hätte ich gerne wieder. Weiß der Geier, wo die steht. Achso, was stand denn da eben? Die Schrottcrew. Ja, natürlich. Die können wir mal auf der Karte markieren. Ja, habe ich natürlich jetzt so schnell mitgekriegt. Achso, da. Und da. Und noch irgendwo. Ja, sind auf jeden Fall schon mal auf der Karte markiert. Da jetzt. Ach ja, das war ja die gute Frau, die eingeschlossen war, ne? Hey, Dune Drifter. I have something to tell you. Me and my child, on our way to our new master. Our rig was ambushed by buzzards. But we fled. What do you want? There's hidden things in the rig. A treasure for someone like you. Why tell me this? I'll do nothing for you. I have a feeling you may yet. The rig still sits in the tunnels. Go there and see. Was war denn das für ein Haufen Dings? Im Reich der Bestie. Hope hat erwähnt, dass sie aus einem Kriegsschlepper geflüchtet ist, der von Buzzards angegriffen wurde, als er gerade durch einen Tunnel fuhr. Suche im nördlichen Tunnel nach wertvoller Beute. Schaltet die Snipergewehrverbesserung maximales Magazin frei. Dead Barons? Yeah, gotta get through that jaw first. Ja, das machen wir auch. Moment, was hier? Wo geht's denn hier hin? Guck mal hier, was hier alles was ich plötzlich alles freigeschaltet kriege. Was ist das hier? Die Putzcrew? Eins von zwei Teilen haben wir schon. Laufen, laufen, laufen. Hier muss man immer laufen. So. Da hinten ist, glaube ich, auch noch was. Wo geht's denn hier hin? Die Waffenkammer, Asche zu Asche. Ja, Christoph, auch. Hier haben wir die Spähcrew. Die Spätcrew. Die arbeiten dann auch nach Feierabend. Aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal. Ah, guck mal hier, der Wassertank, oder? Öltank. Wir bauen jetzt erstmal was. Da ist Gadgesh bestimmt viel, viel besser drauf. Der Magnum Opus wird automatisch aufgetankt, wenn du die Festung betrittst. Hallöchen, ich stehe hinter dir. All around us, the grounds were covered in wet, salty water full of life. My people believe
This water will come back to us on our day of reckoning. And then we must be ready. We must patch our ship together and make her whole once more. You believe that? They need to cling to it. Now, personally, I see an acute necessity to armor this wreck up. Prepping for the wave of man scum which will soon come crashing down. The War Boy Army. Lord Scrotus, back from the dead. Help me get the steel I need. Now, not the brown rotted sheets of wafer you find out here, but real prime steel. With it, I can reward you in armor or scrap, and find plenty extra to fix up my hull. Eiserner Glaube. Gatgesh benötigt erstklassigen Stahl, um seine Festung zu reparieren. Er glaubt, dass dieser Stahl sich in den Tunneln im Osten befindet. Schaltet die Panzerungsverbesserung Randala-Rahmen frei. Randala-Rahmen. Ist Randala-Rahmen nicht, weiß ich nicht, aufmüpfige chinesische Nudeln? Rahmen, der randaliert. Ja, wir fahren einfach mal wieder raus. Und dann hauen wir mal so richtig auf die Kacke. So, und was ist das hier? Hilft dem Ödländer? Nee, im Norden, sagte sie. Schatzbegegnung. Okay, Rauch zieht auf. Aber er sagte ja im Osten, ne? Die Frage ist bloß, wo im Osten meinte er? Ah, guck mal hier. Hauptmissionsziel und Hauptmission, ja. Eiserner Glaube, Ödland-Mission. Chams Versteck. Wo ist die denn? Ist das das hier? Ach, ein Schwefelschlot. Ach komm, den können wir eigentlich auch mal machen. Do you know of a tunnel in the dead barrens? I do. It's near Gastown. The rigs pass through there on their trade runs to Bullet Farm and the Citadel. Okay. In der Nähe von Gastown? Das muss doch dann hier oben irgendwo sein, ne? Ach, da. Fahr in den nördlichen Tunnel, in den tödlichen Tunnel, ja. Ach so, und guck mal hier, ganz im Osten. Okay, das ist nur so ein kleiner Wirbel. Guck mal hier, was wir alles noch hier erobern, also nicht erobern, aber sehen müssen. So. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was da noch so kommt, ne? Wir fahren auf jeden Fall mal jetzt Richtung Osten und sammeln für den guten alten Gatgesh ein paar Bleche. Hier so schön Nirossa-Stahl und dann geht das los. Dann kriegen wir davon auch was ab. Und dann sieht das alles schon ganz anders aus, weil dann haben wir ein richtig schönes, verchromtes Auto. Da kann uns niemand was. Ah, Mist. So. Ja, vor allem wäre es mal gut, wenn ich nicht immer daneben fahren würde. Ach komm, die habe ich auch gar nicht richtig getroffen. Ja, du reparierst. Und ich sammle hier nochmal Schrott ein. Weil noch sind wir ja...
sind wir in Gadgeshes Gebiet. Und das dauert natürlich ein bisschen, bis wir da jetzt die Putzcrew da zusammen haben. Und los geht's wieder. Was war das denn für ein Lag? So eine Fahrt, so wunderschön. Jetzt muss ich hier links. Oh, vielleicht soll ich mal auf der Straße bleiben. So im Sinne von wirklich auf der Straße bleiben. Ich habe eben gerade auf auf Chum Bucket geguckt und bin von der Straße aber so richtig abgekommen. Ach, meine Güte. Das kannst du auch eigentlich niemandem erzählen. Boosted in the glory. So, warte, ich muss erstmal. Sag mal, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich steige jetzt erstmal aus. Erstmal hier einsammeln. So. Für 7 Schrott, das hat sich gelohnt. So sieht das aus. Man müsste jetzt einfach nur so eine Extra-Taste haben, sodass man dann einfach aus dem Auto heraus mit offener Tür dann den Schrott einsammeln kann. Muss natürlich die perfekt hinfahren und dann sammelt er das sozusagen aus dem Auto heraus auf. Ich habe überhaupt gar kein Wasser, ne? Na, komm her. Da kann doch nicht sein, wieso treffe ich denn nichts? Vor allem, wieso treffe ich denn nichts so, dass es wirklich auch gleich explodiert? Na, den kralle ich mir so. So. Der bleibt auch stehen. Der hat nichts verloren, der Wagen. Ist ja frech. Aber ich kann mir dann hier auch gleich mal ein bisschen Wasser holen. Ich weiß, eigentlich müsste ich in eine andere Richtung, aber... Na, komm schon. Da haben die jetzt alle zusammengekämpft. Normalerweise können die sich doch alle gegenseitig nicht leiden. Achso, nee.
Erstmal Feldflasche auffüllen. Gluck, 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 gluck. So, dann können wir nämlich einmal jetzt schon so einen kleinen Schluck trinken. Und den Rest dann auffüllen. Und mit einer vollen Flasche beenden wir mal diese Aufnahme. Und ich sage tschüss, vielen Dank, dass ihr da wart und bis nächstes Mal. Tschüss.